Hi Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Stream mit Minecraft Yoshio Survival. Heute möchte ich ein bisschen im End aufräumen. Ich habe ein Piratenschiff entdeckt gehabt. Beim letzten Mal habe ich das erwähnt. Da habe ich ja den, wie hießen sie noch gleich? Diese netten. Wir haben also die Elytren, ich gehe mal ins Spiel, da sieht man die auch. Wir haben ja letztes Mal die Elytren da gefunden, das heißt, ich habe die gefunden. Ich habe euch gesagt, wo ich sie gefunden habe. Sie waren halt dort im Rahmen. Ich habe sie dann noch ein bisschen verfeinert, damit die nicht so schnell kaputt gehen. Habe ich sie mit Haltbarkeit versehen und mit Reparatur. Was natürlich auch ein wenig aufwendig war wieder. Ich war ja schon wieder auf Level, ich glaube 77 und bin jetzt wieder runter auf 72. Aber das ist soweit okay, denke ich. Und ja, wie ihr seht, ich habe auch hier ein kleines Portsystem eingebaut. Das hat den Hintergrund, dass ich euch nicht mit der sehr ultralangen Strecke zwischen dem dem Port ins End und hier langweilen möchte. Wie man sieht, da gibt es eine Brücke und da gibt es noch multiple Brücken mehr bis auf dem Weg nach hier hin, die ich gelaufen bin. Und heute möchte ich hier diese schöne Stadt, die hier hinten ist, nämlich diese da sieht man sie, die möchte ich gerne heute platt machen. Was heißt platt machen? Genau, ich möchte die Schulterkisten holen von da. Will sie haben. Einen habe ich noch erledigt, der saß hier noch auf der Fensterbank. Habe ich mir noch geschnappt. Und ich würde sagen, wir marschieren einfach mal rüber und gucken mal, was die lieben Schulker da hinten für uns parat haben. Die Brücke ist ein bisschen komisch geworden, weil einfach was damit zu tun gehabt, dass ich ja das Schiff von unten angepeilt habe beim Treppe bauen und ich hatte es halt nicht so exakt angepeilt, wie man sieht. Bin ein bisschen daneben rausgekommen. Aber das mit der Höhe hat relativ gut geklappt von da aus. Ich hätte mir natürlich die Elytren jetzt auch anlegen können. Einfach weggleiten. Theoretisch ja, aber praktisch habe ich dann natürlich wieder erstens mal zu wenig Rüstung. Ja, aber es setzt ja meinen Rüstungsfaktor herab, denn ich muss ja mein Torso dagegen tauschen. Verbinden ließ sich das leider nicht. Ich habe es versucht. Ich habe geguckt, ob ich die irgendwie kombinieren kann, die Rüstung und die Elytren, aber das funktioniert leider nicht. Das wäre natürlich cool, wenn es jetzt noch einen extra Platz dafür gäbe. Hätte was. So, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich nach unten gucke, damit ich die Bosheit dieser tollen, wie heißen sie, Enderman hier nicht auf mich ziehe. Ah. Wo ich hinlaufe zwischendurch. Mal Richtung Boden gucken. Man darf den nicht ins Auge gucken, ne? Ah, du darfst den aber auf den Bauch gucken. Bauch, ja. Oh, Schuka. Ah! Boah, der war eng. Der war eng. Oha. Ganz ehrlich, ich mach die. Nee, die schießen mich hier weg. Das ist das. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich. Muss aufpassen, dass ich unterm Dach bleibe. Sonst schwebe ich nämlich weg. Und genau das war jetzt nämlich der Punkt. Genau so komme ich nämlich in diesem Turm nachher nach oben, indem ich mich von denen beschießen lasse. Und dann kann ich nämlich nach oben gleiten. Die jetzt was fallen lassen? Einer hat was fallen lassen, okay. So, jetzt gehen wir erstmal weiter nach oben. Gucken wir, was hier noch so ist. Die sitzen ja auch teilweise außen. Da ist dann relativ schwer ranzukommen. Das Schöne ist, wenn man dann von dem beschossen wird, kommt man noch relativ gut nach oben. Überall. Das heißt, teilweise sind die selber schuld dran, dass ich die wegmache. Hep. Ohne großen Aufwand
Nachteil, wenn man natürlich einmal da oben ist und springt wieder runter, dann muss man sich wieder Hilfstreppen bauen. Ich bin ja nicht so präzise im Springen und springe häufiger mal daneben. Ja, kommen Sie schon. Juhu. So, jetzt können wir nach oben schweben, wie man sieht. Hammermäßig viel ist das. Der ist weg. Zu dem da. Weg. Dann schnell zu diesem da. Weg. Und zu dem da. So, jetzt muss ich abwarten, bis ich wieder einigermaßen lande. Das lässt gleich irgendwann nach. So, genau. Und dann landet man halt wieder. Muss ich gucken, da kommt noch so ein Vieh angeflogen. Von der Truhe gelandet. Mal schnell die Truhe ausräumen hier. Und diese auch. Mantharnisch. Ist ja so einiges dabei diesmal wieder hier. Ja. Ja, der Desi, der ist zwar da, aber der ist gerade nicht so, nicht ganz hier, wie man sagt. Also nicht im Spiel. Naja, guck mal auf die Tic-Tac. Ja, ja. Du musst ja auch wieder ein bisschen was tun, ne? Naja, kann man so sagen. Hin und wieder. Da ich ja im Moment noch nebenbei in ein anderes Spiel eingebunden bin. Ja, ich warte eigentlich drauf. Normalerweise, wenn ich hier wieder runter wollen würde oder runter will, dann muss ich ja eigentlich. Habe ich immer ganz schnell was essen. Da lässt er wieder nach. Oh, auf dem Schulker gelandet. Sehr schön. Meine Güte, hier geht was ab. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich schon wieder ganz oben. Da wollte ich gar nicht mehr hin. Ah, okay. So, gleich lässt der Effekt wieder nach. Dann werde ich wieder runterfallen. Und diesmal werde ich mich bis unten hinfallen lassen. Damit ich hier die Viecher wegkriege. Den haben wir. Den haben wir auch. Haben wir den auch noch? Jawohl. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle weg, die hier sind. Ich schwebe zwar noch nach oben, aber die Schulke haben wir weg und ich kann jetzt gucken, dass ich mir unten die Schulkerschalen abhole, die hier runtergefallen sind. So sind, da sind sie. Ist da auch noch was runtergefallen? Ich muss mal eben schauen, bevor die despawnen, weil die Schulker haben die leider Gottes ja die Eigenart, dass sie nicht wiederkommen. Das heißt, einmal weg, ist weg. Die sind von Minecraft an eine ganz bestimmte Position gebaut, versetzt und genau da sind sie dann auch zum Abfarmen. Und wenn sie einmal weg sind, kommen die nie wieder. Das heißt, einmal eine Stadt geklärt und schon sind sie auch weg. Das heißt, man muss sich immer wieder eine neue Stadt suchen, wenn man neue Schulkerschalen braucht. Leider. Siehst du, genau das meine ich. Jetzt sitze ich hier nämlich. Da komme ich nämlich jetzt nicht hoch. So. Das war nämlich jetzt genau der Punkt. Und jetzt muss ich irgendwie da hochkommen. Da helfen mir jetzt theoretisch hier diese Dinger bei. Aber wie man sieht, ich bin da nicht so präzise, auf diese Stangen drauf zu springen. Deswegen werde ich mir jetzt ein paar Blöcke abbauen hier. Und werde mir die als kleine Kletterhilfe hinbauen. Die nehme ich ab.
Vielleicht sollte ich, wenn ich schon mal dabei bin, kurz ein bisschen aufräumen hier. So, einmal die Sachen dahin packen, dass ich auch hier vernünftig klettern kann. Oh, da ist noch was über mir im Weg. Hepp. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Hier hoch. Hepp. Hepp. So. Hier machen wir jetzt... Bauen wir uns noch einen drauf. Hier bauen wir uns noch einen drauf. Und dann sind wir auch angekommen. So, jetzt haben wir quasi ja bis auf ganz unten haben wir jetzt hier praktisch eine Stufe weg. Jetzt muss ich ganz schnell darüber laufen. Zack, hier rein. Weil, wie man sieht, werde schon wieder beschossen hier von den Viechern. Und werde jetzt, genau, wieder nach oben schweben hier. Na, da würde ich noch gar nicht hin. Noch nicht. Noch nicht. Ich will doch noch gar nicht bis ganz nach oben. So, den haben wir auch erledigt. Einsammeln. Jetzt dich noch. Den kleinen Wächter am Eingang noch wegmachen. Ja gut, hier komme ich gleich so hoch. Da brauche ich die Wächter nicht für. Schulkerschale ist eingesammelt. Auf geht's. Letztes Mal am Ende bin ich da fast durch verreckt, weil ich permanent hier von den Schulkerkisten nach oben geworfen wurde. Ja, und genau deswegen, das mache ich ja im Gebäude. Lass mich ja im Gebäude davon hochtreiben. Und habe auf dem Weg dann jetzt warten, dass ich auch wieder mal richtig voll werde hier. Auf dem Weg lasse ich mich halt von den Schulkern nach oben tragen im Gebäude, aber nur so, dass ich eben jetzt keinen riesigen Sturzschaden bekomme. Draußen versuche ich das auf jeden Fall zu vermeiden. Das heißt, ich versuche immer unters Dach zu kommen. Und wie weise kommst du denn eigentlich auch da dran? Jetzt habe ich nicht aufgepasst hier. So, da oben über mir ist was drüber, deswegen geht das nicht. Das muss ich noch wegreißen hier, das und das. Und da ist auch direkt einer, der mich beschießt. So, hallo, mein Kleiner. Willst du auch ein bisschen sterben? So, na guck mal. So, jetzt sind wir in diesem Turm. Im Schauen, dass ich hier irgendwie... Ist denn hier noch? Sind hier auch noch welche draußen? Hier draußen scheint keiner zu sein. Nö. Hier sind keine. Leider. Die Banner, die könnte ich natürlich jetzt auch noch abnehmen, aber das ist hier oben sehr, sehr gefährlich. Deswegen werde ich das mal hübsch lassen. Wie komme ich jetzt eigentlich auf die andere Seite? Da ist doch noch mehr. Ach, von unten komme ich da hin, oder wie? Oh. Ich glaube. Stimmt. Jetzt einmal dahin zurück. Und dann die andere Seite, den anderen Weg nehmen. Damit ich da oben in den Turm komme. Böse Falle. Böse Falle. Okay, also wieder runter. Ja, so schon wieder 8 Schulkerschalen zusammen. Das heißt, wir können schon wieder 1, 2, 3, 4 Kisten bauen. 4 Kisten bauen. Auch schön. So, jetzt muss ich irgendwie darüber. Würde ich jetzt relativ einfach machen, indem ich mich hier durch die Wand rüber baue. Da, da, da. So. Und das da auch noch zu mir.
Das Geschoss kommt und Gas und rein. Dankeschön. Zack. Oh nein. Oh nein. Oh, oh. Oh nein, ist kein gültiger Kampfschein. Ja, was? Doch, nein, ist es. Da drüben ist auch noch einer, der mich beschießt. Deswegen. Oh, Alter. Nein. Ich schwebe außen hoch. Oh, das ist gefährlich. Oh, das ist gefährlich. Da kann man dran verrecken. So, schnell runter. Aufsammeln. Rum nochmal gucken, ob hier auch noch welche sind. Und da ganz fix runter und hier rein. Das wäre jetzt aber beinahe eine ganz böse Falle geworden hier. So, jetzt dürft ihr mich nach oben bringen hier. Da sitzt mir auch noch einer drauf. Hat der jetzt was fallen lassen? Nein, nö, hat er nicht. Warum nicht? Das habe ich auch noch nicht gemacht. Von Weitem auf eine Leiter gesprungen. Hepp, hepp. Diese Türme sind natürlich richtig genial. Ne? Sie sind richtig schwer eigentlich zu holen. Jetzt erstmal ganz schnell da zu diesem Schulker hin. Wegmachen. Los. Hallo. Jetzt der da. Im Flug erledigt. Der nächste. Der nächste. Wenn ich es nicht im Flug mache, komme ich da nicht mehr dran. Der noch. Der noch. Komm. Boah, sind hier viele. Sind hier viele drin? Das ist der Hammer. Boah. Ey, lass das. Der noch. Der noch. Und hier drauf. Böse Falle. Mal holen, was hier drin ist. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch mal so gut hier hochkomme. Deswegen schnappen wir uns schnell hier die Sachen, die in den Truhen sind. Gehen wir mal hier kurz oben gucken. Ah, wir sind auf dem Dach gelandet. Wir sind schon auf dem Dach. Sehr cool. Mal kurz runter und jetzt schnappen wir uns den Rest. Uah, verdammt. Die Geschosse haben mich nicht getroffen. Das ist ja das erste Mal jetzt oder einer der wenigen Momente, wo ich das dann schade finde, dass ich nicht getroffen werde. Komm, triff mich. Triff mich, Schreiter. Und da noch. Okay. Da sind noch Schalen. Noch schnell mitnehmen. Alle runtergefallen hier. So, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Super Ausbeute. 14 Schalen wieder zusammen. Das heißt, ich werde so nett und freundlich sein und mir mal wieder ein paar Schurkerkisten gönnen. Kistchen. Ja, klar. So, jetzt muss ich mir aber erstmal so eine Art Übersicht verschaffen, wo ich hier überhaupt bin. So, da geht's auf das Dach von dem nebenan. Ja schon? Da war ich schon. Ja, ich meine, da wäre ich schon gewesen. Im Abzweig. Mal hier gucken. Oh, praktisch.
direkt einen Schulker hinter der Wand gesessen. Oh, da hinten in dem Auszug war ich schon drin. Genau, den habe ich schon aufgeräumt. Diesen hier habe ich auch aufgeräumt jetzt. Wieder runter. Au! Runterfallen, wollte ich sagen. Da ist auch noch einer hinter der Wand. Da werde ich mich mal eben hinbauen. Und den dann noch wegmachen. Zack. Da was fallen lassen? Tatsache. Auch eine Kiste fallen lassen. Super genial. Bei dir hast du aber gerade einen Lauf, oder? Irgendwie geil. Also, die lassen ja nicht alle was fallen. Das ist ja das Schöne. Ne? Und wenn du dann halt mal so viele hast. Oben ist auch noch ein Abzweig, sehe ich gerade. Wer denn? Warum greift er mich an? Ist der doof? Hey. Musst du ihn fragen? Vielleicht antwortet er ja. Ja. Ne, da oben sind noch auf halber Höhe sind immer so Abzweige, sehe ich gerade. Ich war jetzt in dem einen Turm ganz oben. Aber in den Abzweigen war ich nicht. Also werde ich da wohl nochmal hoch müssen. Oh. Okidoki. Dann gehen wir mal da hoch. Schnappen uns mal die Abzweige noch, die da sind. Oh. Ich würde sagen, die ist doch eigentlich sehr grob. Ey, hallo? Zu dumm zum Laufen? Das kannst du so nicht sagen. Doch, kann ich. Da es in diesem Fall der Wahrheit entspricht, kann ich das sagen, ja? Und ich sage es einfach so. So, jetzt machen wir erstmal den da noch weg. Und den da weg, so. Und jetzt muss ich gucken. Irgendwo müssen hier diese Abzweige sein. Da oben ist einer. Da ist schon mal einer. So, da muss ich jetzt irgendwie hinkommen. Uiuiuiui. Weißt du was? Ich baue mich hier einfach hoch. Baue mich einfach geradeaus hoch. Fertig. Und mit Turbogang rüber. Das war mir nämlich klar, der Eingang wird bewacht. Das wieder hier. Vollprall. Den habe ich erwischt. Da sitzt einer. Papier. Weg vom Fenster. Da sitzt auch noch einer. So. Ist auch weg. Unter uns sitzt auch noch einer. Der mich unter Beschuss hat. So, dann werde ich schwebenderweise mal eben die Truhe leer machen. Praktisch. So. Wo ist das? Da sind noch mehr. Ich bin gleich tot. Bin ich gleich tot. Essen. Jetzt fall ich auch noch runter. Er wird essen nochmal. Komm. So, jetzt darfst du mich wieder treffen. Wenn du kannst. Wo bist denn der? Ei, 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 wo ist er denn? Schulki, Schulki. Da ist er. So, den haben wir auch im Sack. Irgendwie kommt hier noch was an. Wo muss hier noch einer sein?
Hört zumindest noch was. Stimmt irgendwo eine Außenwand. Blick hier rauswerfen. Nicht. Auch nicht. Ich mache hier außen auf den Sims. Ah, da kommt was, ein Geschoss. Ja. Schon irgendwie ein netter Anblick. Diese ganzen kleinen Inseln, die da rumfliegen. Oberkrass, ne? So, und dann gehen wir hier wieder runter. Und jetzt muss ich gucken, dass ich da rüber komme. Ab zum nächsten Abzweig, weil da ist ja noch einer rechts. Da muss ich auch noch irgendwie hinkommen. Werde ich mich mal hochbauen wieder. Einmal so außen lang. Doof, merkst du selbst, ne? Denn hier. Einmal dahin. So. Und so. Oh, ein Schulka. Da wollte ich gar nicht hin. Na super. Gucken, was hier noch so gibt. Das sieht aus. Das ist das Piratenschiff. So, dann ist auf der... Na, okay. Wenn ich jetzt falle, bin ich tot. Schnell hin. Auf das Dach. Oh nein. Nicht noch höher fliegen. Nicht noch höher fliegen. Na, gleich muss der Effekt ja irgendwann wieder weg sein, ne? Oh. Böse Falle. Jetzt wäre es gut gewesen, die Elytren zu haben. Du warst es. Du warst es. Ich habe es genau gesehen. Ich war es. Er war es. Oh, da drüben kommt auch noch was geflogen. Da auch. Ist auch noch einer. Okay. Also, so ganz ohne Schulka ist das hier noch nicht, oder? Bei dem, was da draußen so rumfliegt, angeschossen. Drüben an der Wand, da sitzt noch sehr viele. Guck mal, da sitzt noch einer. Kommen auch noch welche angeschossen. Hier draußen sitzt auch noch einer. Rolltreffer direkt. Sehr gut. Boah, hier ist ja gut jetzt. Und, nein! Was? Oh, ich sehe es gerade. Spiel aus großer Höhe. Okay. Oh, so was Ärgerliches. Das tat weh. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten dieses Keep Inventory nicht an. Dann wärst du da halt nochmal hingelaufen. Dann wäre ich nochmal da hingelaufen, ja. Puh, böse Falle. Ja, wir machen natürlich noch weiter. Ich gehe wieder dahin. Heute wieder dahin. Wir machen natürlich noch weiter an der Stelle. Nur weil ich jetzt da gestorben bin, heißt es ja nicht, dass ich jetzt hier aufgebe.
einmal zum Bahnhof. Das ist der Umweg halt, ne? So. Dann einmal zum Endportal. Vom Endportal geht es zurück. Enderdrachen. Von da aus geht es zurück zum Ende der Brücke. Und jetzt kann ich hier entweder zum Enderdrachen oder zum Piratenschiff. Zack, zum Piratenschiff. So. Na, siehste. Und jetzt werde ich mal die nette Kiste hier hinbauen. Und werde mal meine Elytrenflügel rausholen. Meine Elytren. Einmal die Elytren anlegen und dann jetten wir direkt rüber. Wir müssen in den Hauptteil, in die Mitte müssen wir, ne? Wie war das jetzt noch mit dem Fliegen? Ich muss irgendwie Anlauf nehmen und dann nach vorne drücken, ne? Genau. Zack. Genau so. Und hätte jetzt einfach mal anlassen. Als ich nochmal falle, falle ich dann nicht mehr so tief. Das nächste kribbelt. Nochmal schnell darüber. War ich hier schon? Boah, ich war hier schon. Kommen schon wieder jede Menge Geschosse angeflogen. Hier ist sogar ein Enderman drin. Jetzt. Wo sitzen die denn? Die sitzen da oben unterm Dach sitzen die. Das heißt, ich müsste in den Turm eine Etage höher und dann von oben angreifen, oder? Das natürlich auch anders machen. Lass mich einfach treffen. Hier, an der Stelle. Junge. Los! Also geht doch. So, wenn ihr drüber. Ja, nichts mehr. Ich höre keine. Keine Kisten mehr. Keine Kisten mehr. Okay. Die haben jetzt aber auch nichts mehr gebracht. Oder die haben was gebracht und es ist runtergefallen. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Es kann natürlich sein, dass es jetzt draußen runtergefallen ist. Das werden wir mal kurz überprüfen, indem ich jetzt nach draußen gehe. Schauen, ob da draußen irgendwo was ist. Irgendwas in die Tiefe gefallen ist noch an. Uah. Was machst denn du? Geh weg. So. Schauen wir mal, ob hier draußen noch irgendwo was liegt. Wenn, dann müsste das ja hier irgendwo liegen. Irgendwo unten. Vielleicht wäre es jetzt sinnvoll, meinen Harnisch wieder anzulegen. Jetzt nicht nur mit zwei Dritteln der Rüstung rumlaufen. Nee, das mag ich nicht so. Hier laufen noch Endermen rum und es ist nicht immer gesagt, dass sie so friedlich bleiben. Den einen zum Beispiel habe ich meines Wissens nicht angeschaut, der dann trotzdem angegriffen. Also die Wahrscheinlichkeit ist dann wohl geringer, dass die einen nicht angreifen, aber ich glaube, hier ist nichts mehr runtergefallen. Die haben da wohl nichts droppen lassen.
Leider. Na gut. Macht nichts. Dafür, aber ich denke mal, die Ausbeute, die ist ganz passabel. Jetzt noch machen werde ich, werde hier noch so ein bisschen das Gebäude noch ein bisschen wegmachen hier unten. Denn diese Sachen hier herzustellen, das ist ja auch immer so ein Faktor, ne? Frisst immer so viel Materialien und Zeit. Genau. Und hier kann ich sie jetzt einsammeln. Ne? So sammle ich jetzt zumindest mal hier die Grundplatte unten, die sammle ich mal weg. Ich meine, ich finde ja diese Gebäude cool. Ich möchte sie ja nicht unbedingt komplett abreißen oder so. Ne? Aber so ein paar, die hätte ich dann doch gerne mal mitgenommen. Hallo Enderman. Ist immer cool. Mit dem Flammenschwert greife ich die einmal an. Danach wollen sie irgendwie nicht mehr. Dann haben sie keine Lust mehr. Verschwinden sie. Jetzt lasse ich mal da, wo es ist. Kann man da nämlich noch rumlaufen. Zur Leiter. Und das hier nehme ich weg. So, Dalle. Schau mal einer an. So, jetzt haben wir hier noch eine Menge Material aufzusammeln. Hier könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen wegmachen. Hier so. Kann ja auch nicht mehr. Muss ja nur einmal hier hochkommen. Wenn das mal hier oben ist, dann kann das. Diesen Boden, den braucht man nicht mehr. Ich kann weg. Schau mal an. Das? Oh, das ist meine Behutsamkeitshacke. Ah, mal kurz wechseln. Ich baue die ganze Zeit mit meiner Behutsamkeit hier ab. Das ist auch immer recht ärgerlich. Warum? Naja, musst du dich wieder darum kümmern, dass die drei Erfahrungspunkte kriegt. Naja, ich sag mal so, Erfahrung mache ich ja eigentlich mit der anderen Spitzhacke eher. Dementsprechend, wenn ich die andere dann in der linken Hand habe, ist es eigentlich ganz gut. Nur, das Ärgerliche war jetzt halt, die Spitzhacke, die habe ich auch umbenannt. Ich habe sie ja Behutsamkeitshacke genannt. Und alleine das war bei der Spitzhacke ja schon nicht allzu preisgünstig. Weil die ja schon voll ausgestattet war. Das hat mich ja ein paar Level gekostet. Ich glaube, wenn ich das alles nicht gemacht hätte, denn ich war ja schon 95 wieder zwischendurch. Wenn ich das alles nicht gemacht hätte, dann wäre ich bestimmt schon Level, weiß ich nicht, 120, 130 oder so. So, dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein bisschen hiervon mit. Ein paar Kokosfrüchte, Chorusfrüchte. Wenn wir schon mal hier sind. Das ist cool, man kann durch die Enderman durchlaufen, tun einem nichts. Die meisten zumindest. Aber weh, es greift dann doch mal einen an. Dann hast du sie alle am Hintern.
Ahrenwald. Ja, es ist ja so, ne? Also wenn ich jetzt bei mir anbaue diese Kokosfrüchte, da kriege ich die auch zusammen. Aber guck mal, allein die Menge an Pflanzen, die ich jetzt eben hier weggerissen habe, wenn ich die bei mir wieder anbauen wollen würde, das dauert Ewigkeiten. Jetzt könnte ich die natürlich auch essen, ne? Zum Porten. Mache ich gleich mal. Sind ja so viele, da kann man ruhig mal ein, zwei von essen. 3, 4, 5, 6. Ein Stack. Fällt auch ein Stack nicht auf. Zielgerichtet porten, dahin will ich. Jetzt dahin. Find das gut. Einmal entwalden alles hier. Wie viel habe ich denn da über? Übersehen, nicht aufgenommen, ist ja Wahnsinn. So, ach, ich bin voll, deswegen geht das nicht mehr. Kann ich da mal rausschmeißen, was ich nicht brauche? Rote Beete-Samen, wo habe ich denn die her? Die waren bestimmt auch in der Truhe drin. Aber ich glaube, die werde ich jetzt als erstes rausschmeißen, weil da habe ich eigentlich genug von. Dann nehme ich lieber noch ein paar Kokosfrüchte mit. Ich könnte ja truhenweise Kokosfrüchte mitnehmen. Muss mal ganz ehrlich zu sagen, ne? Ich habe ja Zuckerkisten mit. Ja, schon imposant aus, ne, dieser Bau. Die haben sich da schon richtig was Cooles einfallen lassen, finde ich. Im End. Diese Bauwerke, die so absolut in die Höhe gehen. War das? Siehst du, das meine ich. Warum greifen die mich jetzt an? Jetzt brennen sie vor sich hin. Eins, zwei, drei. Einer tot. Also, noch einer. Noch einer. Die kommen irgendwie damit, nicht so damit klar, wenn die brennen. Dann porten die und porten die und porten die, weil sie den Schaden versuchen auszuweichen. Aber das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Jetzt eine Perle, ne? Ich werde mir mal kurz eine... weg von dem Ding. Dann nehmen wir mal ganz kurz was hier hinbauen. So. Und so. Und mal ein bisschen was auslagern von dem, was ich habe. Nicht die Elytren. Die bleiben schön bei mir. Und die bleibt auch bei mir. Komm, Enderperle, bauen wir auch direkt. Achso, die ist voll, die Truhe. Ha, die ist schon voll. Die können wir einsammeln wieder.
Die kommt da rein. Dafür nehmen wir uns jetzt mal eine andere daraus. So. Und die rote, die kann ich auch noch mal kurz hinbauen. Kann ich die Elytren wieder reintun. Ich habe mir jetzt übrigens einen Akquisator und ein Stack Prismarin mitgenommen. Was hast du vor? Nee, habe ich bei mir in der einen Schulkerkiste drin. Dann hat man immer was dabei, wenn man dann mal unter Wasser was machen muss. Kann man sich mal eben Akquisator und aufbauen und in Betrieb nehmen. Das war der Plan. Da wollte ich nicht jetzt genau, jetzt gerade zu diesem, in diesem Moment was Besonderes wollte ich damit jetzt nicht machen. Alleine, weil es hier im End doch ziemlich an Wasser mangelt. Ist ja praktisch nicht vorhanden. So. Weiter geht es. Da hinten ist noch ein riesen fetter Wald. Ein riesen fetter Wald. Wir können hier noch mal ein bisschen weiterlaufen. Was hat man davon? Mal machen, komm. Wir laufen einfach noch ein Stückchen weiter. Wenn der zugegebene, so, da war die Brücke, genau. Da müssen wir dann mal hin. Am Ende der Brücke und dann bauen wir uns mal nach da hinten noch ein bisschen weiter. Im Weg muss ich mir wieder ein paar mal gemacht. Ja, immer hier so ein paar Steine mitgenommen. Weil irgendwo mit muss ich ja diese Brücken auch bauen, die ich da baue. Die habe ich immer mit diesem Endstein gebaut. Davon ist ja auch genug da und dann hast du ja mit einmal draufklicken, ist der abgebaut. Ja, so schnell geht das nicht. Also der Neta ist schneller abgebaut. Deiner Effizienzspitzhacke ist ja regelrecht wie mit deiner Monsterschaufel. Da kommt nee. Ja der Rechner hinterher. Nee, ist nicht der Fall. Ist nicht der Fall bei diesem Stein. Der ist dann doch schon ein bisschen langsamer. Aber es geht natürlich hierbei wesentlich schneller mit der Effizienzspitzhacke als mit einer normal. Logisch. So, siehst du, jetzt haben wir wieder 1,5-6 zusammen. Dann gehen wir mal, wo war die Brücke? Das ist die Brücke. Mal wieder hier ein bisschen Beleuchtung hinbauen. Weil ich das immer mache. Ich baue mir immer passende Beleuchtungselemente hin, dann weiß ich, welchen Weg ich gelaufen bin. Herkomme. Und wo ich eventuell wieder zurück muss. Zack. Achso, guck mal, das ist sogar, ist ja riesig, die Insel. Irre. Na komm, wir bauen das mal hier oben hin. Hier bauen wir das hin. Da könnte ich jetzt theoretisch was rüberfahren auf die Insel, aber da ist ja nix. Ist ja nix. Also nix, was hier nicht auch wäre, weil hier sind ja jede Menge Pflänzchen. Und ich suche ja, wenn, noch ein weiteres Dorf. Dass man sich zerlegen kann.
dafür baut man sich dann halt von Insel zu Insel. So, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal hier gleich. Da oder da hinten? Nehmen wir die Fackeln hier wieder weg. Bau mich hier rüber. Hier biegen wir ab. Zack. 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 So, hier bauen wir uns rüber. Hier so eine doppelte Brücke mal wieder hinmachen. Ist ja nicht so weit der Weg. Ich habe das ja drüben auch gemacht, damit das nicht so, damit man da nicht so schnell runterfallen kann. Ich ja zu Anfang mal immer zwei genommen. So, das habe ich jetzt hier mal nicht gemacht. Ah, da hinten ist noch ein Cottage. Coole Sache. Nix will hin. Ja, wie geil ist der denn? Wir können noch eine Stadt zerlegen. Ah! Ist noch eine. Eine ganze. Ist ja gut, ich glaub's euch ja auch so. So. Und so. Direkt hier hin. Eingang suchen. So. Wow. Wollte ich nicht hin. Eingang ist bewacht. Stell ich fest. Bin hier rein. Jetzt haben sie sich gegenseitig beschossen. Die können das nämlich auch. Wenn die sich nämlich versehentlich gegenseitig treffen, dann beschießen die sich auch gegenseitig. Da ist keine Schurkerschale bei gewesen. Keine einzige. Das ist ja blöd. Hat sie weggeportet. Hat sich weggeportet. Da hat es sich hingeportet. Nach außen. Da war eine Schale bei. So, jetzt geht es direkt auf die nächste Etage. Da ist, da sitzt noch einer. Den haben wir auch. Oh, mich aber noch erwischt. Der hat mich noch erwischt. Dann benutze ich doch den Auftrieb mal, um... Na super. Ich wollte den Auftrieb benutzen, um hier hochzukommen, aber... Da hat er nicht mehr für gereicht. Ich sag mal so, manchmal ist es ja auch so, wenn du dann nicht aufpasst, oh, so wie ich jetzt, wenn du dann nicht aufpasst und bist von denen draußen getroffen, dann ist es ja von Nachteil, wenn es schnell aufwärts geht. Ne? Und hier drin ist es ja eigentlich eher von Vorteil, wenn es schnell aufwärts geht. Kommt so schneller nach oben. Oh, Alter, schon wieder. Irgendwie bin ich zum Laufen heute. Oh. Ich sag ja. Das ist der Grund, warum ich eigentlich keine Shooter spiele. Das
Das regt mich hier gerade auf. Jetzt zum Abschluss, wenn ich ins Bett gehen möchte, habe ich mein Ziel nicht erreicht. Oh, warum nicht? Was passiert? Naja, du hast ja sozusagen irgendwann dein Max-Level erreicht und dann geht es ja nach Equip-Stand. Ja. Also dein Equip ist ja sozusagen mit Punkten dargestellt, desto mehr schaltest du frei an Möglichkeiten. Du meinst WoW, ja? Yep. Du hast erst die normalen Instanzen und dann kannst du die ganzen Instanzen ja nochmal auf heroisch oder halt mystisch hinterher machen. Da brauchst du aber einen gewissen Equipstand. Und mir fehlt jetzt genau ein Punkt. Nein. Ein Punkt. Yep. Einer. Einer. Ich habe 304 und brauche 305. Das ist übel. Kann man die nicht. Kann man die nicht auch abnehmen hier, die Banner? Nein, doch. Was siehst du? Mal wieder ein paar Banner mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Bei dem anderen habe ich sie ja gar nicht mitgenommen. War mir zu hoch. Aber bei dem werde ich sie jetzt mal mit. Außerdem ist das ja quasi, das Piratenschiff ist ja jetzt ein Portpunkt. Und wollte ich natürlich das Ziel nicht ganz verunstalten. Indem ich da jetzt alles abreiße. Oh, runtergefallen. Kann passieren. Nochmal runtergefallen. Kann ich mir gleich unten abholen. Gehe ich unten einmal aufs Dach. Dann hole ich mir die Banne ab. So. Wollen wir nochmal auf dem Dach gucken, ob da eventuell noch ein. Obwohl ich höre hier nichts mehr. Wenn ich hier nichts mehr höre, dann ist auch keiner da. Die machen ja Geräusche. Wenn sie in der Nähe sind. Hepp. Und runter. Aufs Dach wollte ich noch, ne? Das Dach ist über mir. Muss ich hoch? Da ein Loch machen. Ja, hier gab es jetzt nicht ganz so viele, ne? Zwei Stück hat es gegeben. Ist ja schon ein bisschen schade. Oh. Ja, aber komm, wir wollen nicht übertreiben. Ne? Also bei dem anderen hat es 17 Stück. 17. Helfer für Springer. Ab zum Auktionshaus. Ab mit dir zum Auktionshaus. Ja. Ja, auch ein Loch im Boden. Nehmen noch ein bisschen Purpur mit. Oh. Rupfen wir auch wieder raus hier. Alles zu mir, alles zu mir. So. Eingang ein bisschen vergrößern hier. Aber hier, das, was sich ganz schnell abbauen lässt, das sind die Ziegel, ne? Die gehen ruckzuck in die weg. Mit der Spitzhacke.
weiß ja nicht, wonach die das ausmachen, welches Material wie schnell weggeht. Die werden da wahrscheinlich so eine Art Härtegrad haben, die Materialien, so einen ganz bestimmten. Bei Wikipedia steht da auch ein Härtegrad, bei Minecraft-Wiki steht da auch ein Härtegrad dran. Ja. Das ist der Härtegrad eben, ne, und dementsprechend natürlich entscheidet sich dann noch die Abbauzeit. Nur hier dieser normale Endstein, den ich jetzt abbaue, der braucht relativ lange. Die Ziegeln, die werden ja genau aus dem Endstein gemacht. Die gehen ganz schnell. Also hingegen normaler Stein und Bruchstein und Steinziegel, die sind alle gleich schnell abzubauen. So, wir haben ein schwebendes Haus. Das sieht jetzt cool aus von beiden bestimmt. UFO. Naja. UFO ist übertrieben, aber... So, komm, dann machen wir hier das Gleiche. Noch ein bisschen was fällen. Weg. Sollte ich einfach nach dem Fell noch einen Moment stehen bleiben? Genau. Dann brauche ich nicht nachher wie Falschgeld rumrennen und die ganzen Viecher wieder aufsammeln hier. Die ganzen Dinger. Na guck mal, das sieht doch nach einer super Sache aus. So. Ne? Auch noch. Den auch noch. Den auch noch. Wenn ich jetzt an der Stelle stehen geblieben wäre, hätte das anders ausgesehen, glaube ich. Hinten geht's noch, oh, da hinten geht's ordentlich weiter. Ich glaube, ich werde mir mal ganz kurz zum Haus laufen. Mal gucken, wo komme ich denn daher? Da ist der Weg, da komme ich her. Werde ich jetzt mal von dem Haus hier weiter in diese Richtung. Immer schön einen Fackelweg bauen. Damit man das alles wiederfindet hier. So, jetzt will ich darüber. Ich will wieder so einen Zipfel hier suchen. Äußersten Zipfel. Muss ich von da nach darüber. Na dann. Endstein. Ich glaube, hier bleibe ich mal bei einem. Setze ich mir mal hier Ackern hin und dann geht's hier rüber. Kann man doch auch rückwärts machen, war doch so, ne? Bei den einfachen Brücken ist das relativ simpel. Aber wenn ich jetzt Shift loslasse, weißt du, was dann passiert? Liegst du unten. Dann mache ich einen Freiflug, aber einen richtigen.
Ein Freiflug in das Dunkel des Weltalls, sozusagen. Das Dunkel des End. Und was als erstes loslassen? W. S als erstes loslassen. Ich habe nämlich immer so die... Ich lasse dann tatsächlich immer Shift als erstes los. Das meinte ich halt damit. Und sobald ich das mache, bin ich dann nämlich unten. Hm, ärgerlich. Auf die Weise bin ich schon so oft irgendwo runtergeflogen. Kann das richtig gut. Bin da recht selbstzerstörerisch eingestellt, um es mal so auszudrücken. So, wie dem auch sei, ich verkrümel mich jetzt. Krümel? Ja, so zerbröselt der Keks nun mal. Also ist das. Du zerkrümelst jetzt, weil du morgen ein bisschen heute was zu tun hast. Heute. Heute. Ja, ist schon wieder. Was? Ja, wie ist morgen schon wieder heute? Ist ja. Echt? Jo, Tatsache. Ja, wünsche ich dir eine angenehme Nachtruhe. Komm gut zu liegen. Gleichfalls. Vielen Dank. Mach's gut. Du auch. Ja, da ist der Desi weg. Und wir sind jetzt hier offen an der Insel angekommen. Das heißt, nachdem ich hier die Fackeln drauf gebaut habe. Warum ich das jetzt mache, weiß ich nicht. Das habe ich bei den anderen Brücken auch nicht gemacht. Egal. So. Eine Gratwanderung ist das. Ich meine, die Inseln sind eigentlich hoch genug. Muss man so zu sagen. Wenn man jetzt hier an so einer Insel die Elytren sich schnappt, müsste man eigentlich, wenn man oben ansetzt, unten an der anderen Insel ankommen. Nachteil? Du kommst natürlich ohne Elytren hier nicht hin. Weg. Und jetzt ist irgendwie meine Fackeln sind irgendwie alle. Ich war doof jetzt. Ein nicht akzeptabler Zustand. So. Nicht wahr? Diamantspitzhacke. Wechsel auf Behutsamkeit. So. Weiter geht's im Text. Auf dem Weg hier eigentlich auch dann diese Chorusfrüchte hier mitnehmen, wir sind. So, weiter geht's. Was da hinten noch so ist. Ist ja auch noch irgendwo so eine Stadt. Hätte was. Wenn da gleich noch eine kommt. Drüben scheint keiner zu sein, dann gehen wir mal hier weiter. Das ist ja eine Mega-Insel, riesengroß.
Ja, da unten wachsen auch welche, das ist ja cool. Auch noch mit hier. Die hier war noch mit und die da noch. Und alles, was hier so auf dem Weg ist, nehmen wir noch mit. Boah, stehen die dicht an dicht hier, finde ich super. Brauchst nicht lange laufen. Einzige, was immer ein bisschen nervig ist, ausgerechnet da, wo ich bin, logisch, wenn ich da ein bisschen länger bin, spawnen natürlich sofort die Endermen. Ne? Logisch. So, einmal um die Insel rumgelaufen und da geht's rüber zur nächsten. Ach, ja, ich würde jetzt aber auch mal so langsam aber sicher zurück wollen. Einzige Möglichkeit, um hier einigermaßen adäquat wieder rauszukommen, ist natürlich, wir kämpfen bis zum Schluss. Dementsprechend werde ich mich jetzt mit all diesen schicken Endermen da anlegen. Noch ein paar Enderperlen mitnehmen. Yeah! Sehr hektisch, die Viecher jetzt. So, auf dem Weg können wir dann gleich die Spitzhacke noch ein bisschen reparieren. Die ich ja so schön kaputt gemacht habe. Gibt ja ordentlich Erfahrung, wenn man die killt. Wieder ein paar anzünden hier. Oder? Ui! So. Ja, Ziel erreicht. Das heißt, die Endermen haben mich wieder mal gekillt. So sollte es ja jetzt auch sein, weil ansonsten komme ich ja hier aus dem End so nicht raus, weil wir ja den Drachen noch nicht gekillt haben. Dementsprechend gibt es auch noch kein Portal zurück. Ist natürlich richtig. Sollten wir irgendwann auch nochmal machen, aber zu zweit oder alleine ist das ein bisschen schwer. Deswegen werden wir da mal gucken, ob sich da dann bei Zeiten mal ein Trüppchen findet, mit dem man das machen kann. So, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen aussortieren. Erstmal gehen wir hier rüber. Hier habe ich nämlich... Guck mal. Das andere? Enterbanner, Schwarzgeschütze, halbe Spitze. Ich kann den nicht stapeln. Die lassen sich nicht stapeln. Warum nicht? Hm.
also von unterschiedlichen Häusern sind oder so? Keine Ahnung. Wieso das so ist. So. Hier werde ich einfach mal 2 Stacks Chorusfrucht so reinschmeißen. Und der Rest kommt in den Ofen. Der kann sich ein bisschen brennen. Hier haben wir Ziegelendstein. Säule, Treppe. Endstein haben wir natürlich auch. Und hier. Schulkerkiste. So. Da werden wir uns gleich noch ein paar Schnuckelige von bauen. Auch da rein. So. Jetzt. Und erstmal die grüne Kiste weg und die blaue zu mir. Ach, guck mal, da ist noch eine Enderperle. So, den Release lassen wir noch abgeschaltet. Von dem Material erstmal reinstellen und erstmal ein paar Sachen raus. Die kommen dann noch raus. Die anderen, die können da gerne mal reinwandern wieder. Die lassen wir noch. Kisten kommen zu mir. Die Rüstung kommt zu mir. Schippen und das Schwert. Diamanten können nach unten. Lager und haben wir sonst noch was? Nö, ne? War es eigentlich. Genau, der Rest kann ins Lager. Zack. Und tschüss. Muss ich mal eben schauen. Da hatte ich die Pferderüstung drin. Hier hatte ich irgendwo die anderen drin. Ich denke, Feuerschutz 3, Haltbarkeit 3. Sind die Rüstung? Das sind nicht die Rüstung aus dem End. Das sind die von den Dorfbewohnern. Ich glaube, die Sachen sind aus dem End. Ja. Die waren aus dem End. Genau. Ja, sehr schön. So, was habe ich hier noch? Haltbarkeit, Effizienz, Reparatur. So, die Sachen, die tue ich auch mal weg. Kommen hier noch mit rein. Wer weiß, vielleicht kann ja irgendeiner damit was an. Effizienz und Reparatur auf einer Schuppe. Das geht. Da kann man schon was mit anfangen. Na, Penne noch reinschmeißen hier. So, Schulkerkisten bauen. Lass uns doch mal ein paar Kisten bauen. Wir haben aber rot, blau, grün, gelb und schwarz. So, die Farben habe ich bereits. Genau. Ich bin einen Gang zu weit gelaufen. Die farblichen Singer sind bei Rot. Genau, da habe ich nämlich hier, da hatte ich ja hinzugefügt, die Korallen. Leider bin ich inzwischen nicht mehr dahin gekommen, wo die Korallen oder wo es die Korallen gibt. Ich hätte gerne noch weitere davon abgebaut. Aber ich habe bis jetzt nur diesen einen Ort gefunden und da weiß ich leider nicht mal, wo der ist. Naja, vielleicht findet sich ja nochmal irgendwo was, was ich dann auch entsprechend wiederfinde. So, blau haben wir. Was ich noch nicht habe, ist hellblau beispielsweise. Hellblau kann ich noch mitnehmen. Violett. Kies. Komm hier, Magenta und Rosa.
haben wir wieder 5 Kisten mehr und den Rest der Schokoschalen stelle ich zur Verfügung. Den Rest stelle ich zur Verfügung, da können meine Kollegen sich dann was draus bauen hier. Ich denke mal, das ist in Ordnung, das ist fair. So, einmal kurz was trinken, damit meine Stimme wieder kommt. Die will nämlich gerade auch irgendwie in Gefilde abwandern, wo sie gar nicht hingehört. So, 5 Stück habe ich gesagt. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann basteln wir mal fleißig. Einmal die dahin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das geht noch nicht. Mal die Kisten da rausholen. Jetzt einmal rosa einfärben. Einmal Magenta. Violett und hellblau. Hellblö. Sehr gut. So, jetzt kann ich die noch benennen, habe ich gesagt. Ne? Wie viele habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt 1, 2, 3, 2 habe ich noch da hinten drin stehen. 3, 4, 5. So, dann fangen wir jetzt hier mit Blau an. Über Violett, über Magenta, Rosa und Türkis. Denke ich, würde Türkis besser davor passen. So, genau die Reihenfolge nehmen wir. Das heißt, diese wird irgendwas gucken. Ich habe einen Platz dazwischen gelassen. Ich habe es ja immer gerne gründlich, ne? Die wenden wir jetzt um. In Yeshio 06. Richtig? Gucken. 5, 6. Perfekt. So, diese benennen wir um. Sieben. Diese wird Yeshio 8 werden. Acht. Diese wird Yeshio 09. Und diese wird Yeshio 10. So, siehe da, wieder Level 67. So schnell kann das gehen. Und die Schulkerschalen, die schmeißen wir da rein. Die können ins Lager wandern. Und dann passt das. So, schön. Liste. Für 7, 8, 9 und ich pack die mal da in 10. So. Cool. Sehr gut. Die ist leer, das heißt, wir machen aus und nehmen die wieder raus. Das sollte jetzt auf jeden Fall genug Stoff sein hier, um anständig was wegzuholen. Weil irgendwo wieder sind, wo wir dann die Botanik schreddern. Da
kommt ja immer jede Menge Material bei rum. Marschiere ich aber natürlich noch mal nach unten. Ich guck mal eben bei den Chorusfrüchten, ob wir da noch ein bisschen was zusammensetzen können. Weil geplatzte Chorusfrucht kannst du genau für eine Sache verwenden. Oh, du lieber Gott. Eieiei. Hast ja sogar nicht auf dem Schirm, wenn du hier unten mal... Ich gehe ja immer zwischendurch mal rüber und mach meine... Wie heißen sie? Meine Choruspflanzen, kann man sie so nennen? Mach meine Choruspflanzen weg. Und da kommen ja immer so locker ein bis zwei Stacks zusammen. Irgendwo dazwischen. Merke ich das mal so langsam. Dass hier doch dann noch ganz schön viel ist, was sich hier sammelt. So. So, da rieselt auch schon wieder von oben was nach. Boah. Mann, ist das viel. Ist ja Wahnsinn. So, da könnte ich aber doch theoretisch wenigstens noch ein paar Treppen bauen, ne, wenn ich schon mal da bin. So. So. Und so, das sind Treppen. Bauen wir uns noch ein paar Stufen. So. Und könnte ich da nicht noch irgendwie. Noch ein paar Stufen. So ist besser. Da schmeiße ich mal eben schnell hier ein bisschen was ab. Nehmen wir das hier auf. Ich glaube, ich bringe das mal nach oben, weil die untere Truhe, die ist zwar ganz gut, wenn man sich was zu viel aus dem Lager geholt hat, dann kriegt das nämlich nicht mehr in die Truhe rein. Dafür ist es eigentlich eine super Sache, aber um wirklich ganz, ganz viel Material wegzurödeln, da braucht die einfach zu lange für. Durch den Warenaufzug halt. Ne? Ich meine, der ist zwar schon schnell, aber halt nicht so schnell, wie die Trichter sind. Ein bisschen Stau hast du ja trotz des Turbos, den wir eingebaut haben. Das heißt, das kann man eigentlich nur schneller machen, indem man da ein bisschen nebeneinander baut. Also man müsste theoretisch noch einen zweiten Aufzug daneben setzen, dann wird das funktionieren. So, kommt da noch was? Ja, da wandert noch was von oben runter, wie man sieht. Aber nicht mehr so viel. Also das ist jetzt das, was ich jetzt gerade da oben brenne, glaube ich. Oh, cool. Sehr schön. Machen wir das doch mal anders. Schnappen wir uns doch mal hier Purpur.
Immer schön Shift drücken dabei. Kriegt man auch einen ganzen Stapel zusammen hier. Na komm. So, dieses Purpur wandert so in die Truhe. Immer. Das bleibt. Das, was da jetzt noch drin ist, das kann auch da drin bleiben. Dann können wir das erstmal wieder so nach und nach auffüllen, das Ganze. Ich glaube. Das wird dann an Purpur auch erstmal wieder einen relativ großen Vorrat haben. Zumal das Lagersystem fast relativ viel. Wir haben auch das ein oder andere hier aus Purpur gebaut. Wenn man jetzt mal so überlegt, hier die. Von hier sieht man es gerade so eben oben. Turmdach, da oben sieht man es doch. Mensch, da. Turmdach zum Beispiel. Oder Desi mit seiner Burg. Der hat ja auch jede Menge aufs Dach gesetzt davon. Wenn wir mal hier rausgehen, sieht man das auch. Sieht man das auch. Wann sind das Brecher? Jedes Mal aufs Neue denke ich mir immer, warum haben wir so riesen fette Ecktürme eingebaut? Naja. So, da sieht man es. Ne, das Dach und er mit seinen Dächern. Ja, da geht schon ein bisschen was bei drauf. Aber wir haben ja beide eine Chorusfruchtfarm und wir nutzen die natürlich auch zeitweilig. Dementsprechend haben wir natürlich auch relativ zügig dann die Sachen wieder zusammen. Aber heute war es halt eine Endsession und ja, die Endsession ist halt gelaufen. An dieser Stelle würde ich dann nämlich auch mal so langsam aber sicher zusehen, dass ich in die sogenannte Falle komme. Daher wünsche ich euch jetzt eine angenehme Nachtruhe und eine ruhige Woche. Bedanke mich aufs Allerschärfste fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit einem Let's Play von mir. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.